Die spätkarolingische Epoche, die nun endgültig anbricht, steht unter dem Zeichen dauernder Reichsteilungen. Schlussendlich geht aus Westfranken Frankreich und aus Ostfranken Deutschland hervor. Allerdings können diese Gebilde noch lange nicht als einheitliche Nationen verstanden werden. Zu unterschiedlich waren in beiden Teilen die Bevölkerungsstruktur. Reichsteilungen, wenn auch in anderen Dimensionen, waren ja schon aus der Merowingerzeit bekannt. Karl der Große und Ludwig der Fromme als Alleinherrscher bilden somit eher eine Ausnahme in der Entwicklung. Schließlich gab es ja auch unter beiden Kaisern für die Nachfolge schon Reichsteilungspläne. Sie wurden nicht umgesetzt, da Karl und Ludwig ja die einzigen Erbberechtigten waren. Der Ausbruch von Unruhen ab 829 brachte ein Ende der karolingischen Reformpolitik und auch der karolingischen Renaissance. So brechen nun auch die zuvor konsequent geführten Reichsannalen ab, ebenfalls die Kapitularien. Der Streit der Söhne Ludwigs des Frommen war vor allem ein Streit um Herrschaftsgebiete, weshalb es auch verschiedene Teilungspläne gab. Der Bruderkrieg zwischen 840 und 843 führte weiters zu einer Schwächung des Reiches nach außen. Die Niederlage Lothars zeichnete sich auch schon in den Straßburger Eiden ab, die in althochdeutscher und altfranzösischer Sprache verfasst wurden. Im Februar 842 trafen sich eben dort Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle. Die Brüder und mit ihnen ihre Heere leisteten einen Bündniseid. Um gegen seine Brüder anzukommen, musste Lothar zurückstecken, um überhaupt noch einen nordalpinen Teil zu bekommen. 842 einigten sich die drei darauf, je 40 Bevollmächtigte zu nominieren, die dann über die Reichsteilung befinden sollten. Die Grenzziehung orientierte sich schließlich nicht an geografischen, ethnischen, sprachlichen oder kirchlichen Voraussetzungen. Lothar hatte als Ältester den ersten Zugriff auf die Reichsteile. Er erhielt den Kaisertitel und neben Italien ein von den Westalpen bis Friesland reichendes Mittelreich, das dann Lotharingien und schließlich Lothringen genannt wurde. In seinem Reich lagen die wichtigsten Orte Aachen und Rom. Den Osten erhielt Ludwig der Deutsche, den Westen Karl der Kahle. Die Teilung wirkte erst dadurch, dass die Teilreiche auf die Söhne übergingen. Sie wurde schließlich endgültig. Nun konnten sich die Reichsteile konsolidieren, die zu Teilreichen wurden.